Christus wird erhöht für uns. Für uns, der erste Gedanke, unfassbar, aber glaubwürdig. Wenn wir hineinschauen in den Predigtext, der für heute angegeben ist, aus Jesaja 52, Abvers 13. Sieh, mein Diener wird sein Ziel erreichen. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über ihn entsetzt haben, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen, so wird er viele Nationen in Staunen versetzen, dass auch Könige vor ihm sprachlos sein werden. Denn was man ihnen noch nie verkündigt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Also wenn Politikern und Regierenden mal, wenn die mal sprachlos sind, da dachte ich, da muss schon viel passiert sein. Normalerweise haben die immer etwas zu sagen und sind die Tonangebenden. Aber wenn Peking, Washington, Brüssel, Moskau verblüfft verstummen, dann muss schon ein Ereignis stattgefunden haben, das größer ist als alle Weltmächte zusammen. Ja, schon 538 vor Christus, da staunten die Perser und die Ägypter und viele andere Nationen über das Eingreifen Gottes damals, wie Gott sein Wort schon erfüllte durch den Propheten Jesaja und wie auf einmal dieses Volk Israel heraus konnte aus der Gefangenschaft und fast wie in einer Prozession, so wird das vorher im Kapitel beschrieben, wie in einer Prozession in die Freiheit kommen und in die Gemeinschaft wieder mit Gott und hin wieder in die Nähe des Tempels und wieder hin dorthin, wo sie eigentlich hingehören, in dieses Land der Heimat. Da staunten sie schon. Doch wie gelingt das? Wer ermöglicht, dass alle Nationen in die Heimat kommen können, in die Gemeinschaft mit Gott, dass alle so die Nähe Gottes erfahren können? Und wer lässt sie stillstehen, staunen? Dafür will uns heute Gott an diesem Karfreitag die Augen öffnen. Der Predigtext beginnt ja mit siehe, schau hin. Schau noch mal genau hin auf ihn. Lass dir die Augen öffnen für den, der kommt, der Diener ist, der Christus ist. Lass dir die Augen heute öffnen und der uns hineinzieht in seine Gemeinschaft. Es ist der Knecht Gottes, so steht es hier. Wer ist dieser Knecht oder übersetzt auch der Diener Gottes? Wer ist das? Da gab es schon so einige, die im Jesaja genannt werden. Zum einen so als Vordeutung der Kyros, denn der entlässt das ganze Volk in die Freiheit, sagt, baut den Tempel wieder auf, der Perserkönig. Der Knecht ist aber auch das Volk Israel, denn dieses Volk verkörpert das Wort Gottes und hat das Wort Gottes und soll es auch ausbreiten, dass alle Nationen dorthin kommen und das Wort Gottes Gott selber kennenlernen. In dem Sinne sollte auch Israel Knecht Gottes sein. Aber all das, was so noch nicht ganz deutlich wird im Buch Jesaja vorher, wer ist dieser Knecht, zielt auf einen noch viel größeren. Das zielt ultimativ auf den Knecht, der dann offenbart wird. Und der dann kommt und der sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ich bin der Diener. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So steht es dann im Neuen Testament. Auf diesen einen zielen die ganzen Texte aus dem Alten Testament, auf den wir heute hier feiern. Er ist dieser Diener Gottes. Mit seinem Dienen und Leiden heißt es hier, er erreicht das Ziel. Manche übersetzen, er hat gelingen oder auch er hat Erfolg. Er erreicht genau das, wofür ihn Gott gesandt hat. Und das kennen wir von seinen letzten Worten am Kreuz. Es ist vollbracht, Ziel erreicht. Er wird erhoben, hoch erhöht, sehr hoch sein, heißt es. Ja, da wird schon angedeutet,
Er wird aus dem Totenreich auferweckt werden und er wird sitzen, wie wir das im Glaubensbekenntnis auch sagen, er wird sitzen zur Rechten Gottes. Das ist dieser Knecht, dieser Diener Gottes. Und vor ihm werden sich beugen, so haben wir es im Philipperbrief vorhin gehört von Michael, vor ihm werden sich beugen aller Knie. Und alle werden erkennen, dass er der Herr ist und alle werden es bekennen. Jesus Christus ist der Herr über alle Nationen, über alle Weltenmächte. Da stehen dann die Regierenden ja mit offenem Mund, oder eigentlich hier heißt es in dem Text, sie werden sich den Mund zuhalten. Dann auf einmal merken sie, dass Jesus Christus das letzte Wort hat. In wie vielen Nationen jetzt auch Christen verfolgt werden, sie werden einmal sich den Mund zuhalten und merken in diesen Nationen, dass Christus das letzte Wort hat. Ja, das macht sprachlos. Aber noch sprachloser macht auch die Art und Weise, wie das geschehen wird. Wie dieser Diener Gottes, Christus, sein Ziel erreicht. Und das hat sehr viel mit uns zu tun und mit Karfreitag. Jesus wird erhöht. Der Johannes im Johannesevangelium bringt das sehr schön doppeldeutig heraus, doppelsinnig. Ja, Jesus Christus wird erhöht, er wird der höchst Erhabene sein, derjenige, der diese Welt regiert, das A und das O, er setzt den Schlusspunkt. Aber es wird auch schön doppelsinnig gedeutet, er wird auch ans Kreuz erhöht. Beides Mal wird dieses Wort verwandt. Die Höhung ans Kreuz. Grausam gemartert, die Dornenkrone ihm auf den Kopf gepresst, geschlagen, gemartert, aufs Kreuz gelegt, dann die Hände durchbohrt, angenagelt, verspottet, aufgerichtet. Und dort, zwischen Himmel und Erde, da hängt er. Der Jesaja sagt das schon voraus, sein Angesicht war kaum noch so zu erkennen als eines Menschen Angesicht. Furchtbar gelitten. Der Weg des Leidens des Sohnes Gottes als Weg an die Spitze, an die Erhöhung, als Weg zur Befreiung, zur Rettung und zu unserer Hilfe, das ist tatsächlich unfassbar, einzigartig in der Religions- und Weltgeschichte. Und das entspricht ja nicht unserem üblichen Denkmuster. Nein, Karfreitag, das kann man gar nicht erklären. Weil wir so andere Denkmuster haben, mit Größe und Stärke, wie man sie erreicht, mit Machtgehabe und Gewalt. Aber hier in diesem Denkmuster, das kann man nicht verstehen. Das muss man auch nicht erklären, denn hier heißt es im Text, es wird offenbart. Das heißt, dass etwas in unserem inneren Auge entsteht, dass wir etwas sehen können, was wir vorher nicht wahrgenommen haben, dass wir etwas von ihm her verstehen können, was Gott selbst offenbart in unser Herz, in unser Verstand, in unser Gemüt, für unsere ganze Existenz. Karfreitag muss offenbart werden. Nachher bekommen wir eine schöne Karte. Da steht dann das drauf. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, die an ihn glauben, dass sie nicht verloren gehen, sondern dass sie ewiges Leben haben. Das will offenbart werden von Gott und das will dann von uns als Menschen geglaubt werden, im Vertrauen angenommen, das Unfassbare. Dass er uns mit diesem Geheimnis von Karfreitag hineinzieht in die Gemeinschaft mit ihm. Karfreitag ist die Einladung, das Unfassbare zu glauben. Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Christus wird erhöht, unfassbar, aber glaubwürdig. Der zweite Gedanke, Christus wird erhöht, für uns erschreckend und entlastend. Jesaja 53, Vers 2 geht es weiter. Er, der Knecht, wuchs vor ihm auf wie ein junger Trieb. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Ja, nicht majestätisch, so könnte man sagen, war schon damals die Geburt.
irgendwo in einem fernen Winkel, zum kleinen Kuhdorf, wird man sagen. Und dort in Windeln geboren, mit Windeln gewickelt, in einem Stall zur Welt kommen. Später aufgewachsen in einem Ort, der verrufen war, in Nazareth. Normaler Zimmermann, was ist das schon? Und von seiner Herkunft, er kam aus diesem kleinen Volk Israel. Und dieses Volk wurde damals auch noch richtig klein gemacht, auch klein gehalten von den Römern. Nichts Majestätisches, Großartiges. Ja, der Jesaja, wie so ein abgesägter Baum war Israel in dieser Zeit. Da war eigentlich nichts mehr da. Der war abgekattet. Aber dann dieses kleine Pflänzchen. So wächst da etwas auf. Heraus, das kleine grüne Pflänzchen. Vielleicht ist das aber gerade für uns auch der Einstieg, dass wir denken, ja, manchmal bin ich auch so ein kleines grünes Pflänzchen in trockenem Land, fühle mich so ausgetrocknet, wo wir spüren, Gott kommt uns genau da sehr nah, irgendwo abseits gestellt, irgendwo nicht mehr so drinne, die Frage, ja, was gibt mir Bedeutung? Ja, Christus hat sich so runtergebeugt. Genau da ist er groß geworden. Daraus wurde er erhöht und er nimmt uns auch heute in diese Erhöhung mit hinein. Aber zunächst geht es noch tief runter, schrecklich tief, erschreckend tief. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Angesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt, doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt, wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zu Schlachten führt und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Er wurde aus der Bedrängnis und aus dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Zwar wies man ihm ein Grab unter den Sündern zu, doch er wurde in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Unsere ist das Stichwort. Immer wieder unsere. Unsere Schuld mit all seinen schrecklichen Dimensionen. Und hier kommen ganz verschiedene Worte zum Tragen, die das deutlich machen, was das bedeutet. Vergehen, Missetat, Sünde, Unrecht, Betrug, Übeltaten. Und dann auch die Folgen der Schuld, nämlich Strafe, Krankheit, durchbohrt werden, Wunden, Schmerzen, Tod. Etwas Schreckliches, was hier geschieht, etwas Schreckliches, was offenbart die Schuld, die Sünde in seiner ganzen Schrecklichkeit, aber auch eine schreckliche Last, unsere Schuld, unsere Missetaten. Und doch all das übernimmt der Diener Gottes, Jesus Christus, stellvertretend für uns. Er nimmt es auf sich und er tat es freiwillig. Es heißt hier, er lud unsere Schulden auf sich, unsere Schmerzen. Er war darin Gott gehorsam. Das war ihm ein Anliegen, das zu tun, was sein Vater wollte. Und genauso hatte er ja gebetet. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dann war er stumm, er schwieg, als die haltlosen Anklagen gegen ihn kamen. Als der Richter gegen besseres Wissen ihn zum Tode verurteilte. Als er am Kreuz hing. Er wusste, hier vollzieht sich genau das, was der Vater wollte, sein Plan. Und ein Plan,
der zum Ziel führte. Ein Plan, der es möglich macht, in die Gemeinschaft wieder mit Gott zu kommen. Ein Plan, der es möglich macht, in dieser Beziehung zu ihm, dem geliebten Vater, zu leben, alle Schuld abzuwerfen, neu und anders zu leben. Ja, so war es der Wille Gottes, aber der Herr wollte ihn so zerschlagen, Vers 10. Aber nochmal, nicht wegen seiner Schuld, er war unschuldig, heißt es hier, sondern wegen unserer Schuld. Und damit wurde er zum Lamm, das die Sünde der Welt trug. Diesem Ausdruck von Johannes dem Täufer, aber auch das finden wir ja auch hier, das Lamm, da erinnert Gott an diese wunderbare Passageschichte, Auszug in die Freiheit damals. Nach 400 Jahren Gefangenschaft in Ägypten, da gab es da schon mal Auszug in die Freiheit. Das Lamm. Und damals passierte es, dass dieser Todesengel Gottes, der Gerichtsengel, durch ganz Ägyptenland ging, überall die Erstgeburten umbrachten, als Strafe aus dem Zorn Gottes heraus, weil das Volk über viele Jahrhunderte schuldig geworden war. Jetzt handelte Gott. Aber er ging an bestimmten Häusern vorbei, an bestimmten Familien. Und zwar an den Familien und an den Häusern, wo er das Blut sah, an den Türpfosten, das Blut des Lammes. Das war stellvertretend gestorben. Hier hatte sich Sühne vollzogen und da ist er vorbeigegangen. Da gab es kein Sterben mehr. Da war Freiheit, da war Leben. Das Lamm, das die Sünde der Welt trug. Und Gott erinnert an den großen Versöhnungstag. Das war der Festtag und ist der Festtag in Israel. Der große Versöhnungstag. An dem Tag wurden alle Sünden des Volkes zeichenhaft auf einen Sündenbock draufgelegt. Und er hat ihn getragen. Und dann wurde er weggeschickt, raus. Und er starb. Ja, mit Christus vollzieht sich Versöhnung für uns. Jesus Christus, das Lamm Gottes, übernimmt stellvertretend für uns die Schuld. Schulden können ganz schön bedrücken. Das weiß jeder, der vielleicht mal schon viel Schulden hatte, vielleicht sogar sich überschuldet hatte, der gar nicht mehr weiß, wie er rauskommt aus den Schulden, aus den finanziellen. Das kann richtig drücken. Fehler, Vergehen, Sünde kann Menschen fertig machen, kaputt machen, krank machen, zerstören. Nehmen wir mal Sven. Sven als Beispiel, aber auch ein Stückchen als Gleichnis. Ziemlich genervt kommt er von dem Beruf nach Hause, gestresst, mit seinem hitzigen Temperament. Er kann da schlecht zügeln. Seine Kinder, die wissen das und seine Ehefrau auch. Er will das gar nicht so ausbrechen, aber es ist irgendwie in ihm. Er kommt nicht aus seiner Haut heraus. Schuld ist in seinem Herzen verankert, im menschlichen Wesen. Und Jesus sagt, aus diesem Herzen heraus kommen böse Gedanken, Wutausbrüche, Streit, Ehebruch, Lügen, selbstsüchtiger Ehrgeiz. Unsere Schuld im Herzen verankert. Und mit dieser aggressiven Stimmungslage fährt Sven von der Arbeit also nach Hause. Und weil er so aufgebracht ist, passt er nicht so richtig auf. Und beim Einparken passiert es, zack, die Schramme ist im Auto des Nachbarn drinne. Nur ein bisschen, aber doch sichtbar. Ja, Schuld auf einmal, das ist eine andere Facette der Schuld, nämlich das konkrete Vergehen. Hier ist etwas passiert, hier ist etwas kaputt gegangen, hier hat der andere eine Schramme wegbekommen. Ich übertrage das jetzt mal. Da sind andere gestört worden oder da ist etwas zerstört worden, ist das was kaputt gegangen in Beziehungen oder bei Menschen, das was anderen wichtig war, was Gott heilig war, wurde geschrammt. Schuld des Vergehens. Fantasieren wir ein bisschen weiter. Sven. Sven guckt sich schnell um, fährt aus der Parklücke heraus und parkt um eine Ecke weiter. Sein Gewissen pocht. Er verdrängt das erstmal. Er ist auch irgendwie bedrückt. Er ist noch aggressiver, als er nach Hause kommt. Der Text spricht davon, manchmal sind wir Menschen so wie verirrte Schafe. Die laufen irgendwo so durcheinander, denen fehlt dann auf einmal diese Orientierung, was ist jetzt dran und was ist richtig und was ist wichtig.
So fahren wir in die verkehrte Richtung, belastet, bedrückt, mit schlechtem Gewissen. Und im Text heißt es, da sieht jeder nur sich selber, seine Haut zu retten. Und entschuldigt sich vielleicht auch noch selber. Es fehlt eben an demjenigen, an dem guten Hirten, der nach Hause führt, der Frieden schafft, der Versöhnung bringt. Es fehlt dieser gute Hirte, der zum tiefsten Sinn des Lebens in dieser Gemeinschaft mit Gott führt. Und dann sind da auch die Übertretungen der Gebote. Auch das ist eine Facette der Schuld. Damals oder in dieser Geschichte vom Sven könnte man sagen, na, das sind die Gebote des Staates, Fahrerflucht. Aber wie oft sind es genau diese Gebote Gottes? Auch hier natürlich die Frage der Ehrlichkeit, nicht Lügen. Wo sind es die Gebote Gottes, von denen wir uns distanzieren, die wir mit Füßen treten, wo wir aber auf einmal merken, da schlägt unser Gewissen. Da ist etwas passiert, was nicht in Ordnung war. Wo wir am liebsten Reißaus nehmen, wo wir den anderen nicht mehr sehen wollen, wenn wir spüren, da ist was zwischen mir und Gott passiert, was nicht gut war. Die Facette Übertretung der Gebote. Und wir spüren, da ist eben auch diese höhere Instanz betroffen, die Beziehung zu Gott, der sowieso schon vorher mein Herz gesehen hat, der gesehen hat, wo wir da und dort Menschen ramponieren, anschrammen, wo wir Gottes Gebote verletzen, der das schon alles mitbekommen hat. Auch bei Sven hat es jemand anders noch mitbekommen. Die Nachbarin hat doch aus dem Fenster geschaut und hat gesehen, was da passiert ist und die zeigt ihn an. Jetzt kommt neben dem Ärger im Herzen, neben der Schuld, neben der Schramme, neben dem schlechten Gewissen, jetzt kommt auch noch die Strafe dazu. Schuld, das hätte man auch bezahlen können, aber jetzt kommt noch die Strafe und die ist auch berechtigt vom Staat. Nötig und richtig. Vielleicht nur so ein kleines Gleichnis. Ja, wir haben diese Strafe wohl verdient. Gottes Strafe. Da, wo wir schuldig wurden und wo wir damals wie Adam und Eva fliehen. Sie haben sich versteckt vor Gott, weil sie genau wussten hier, das ist nicht in Ordnung. Wo wir Schuld ignorieren, runterspielen, uns rausreden und meinen, so ist, schlimm ist das ja noch doch nicht, wenn ich da nicht so eng mit Gott dran lebe oder wenn ich ihn selber ignoriere. Ich kann ja hier in Deutschland sehr gut leben mit vielen Freiheiten und Möglichkeiten. Ja, da ist Strafe nötig. Da zeigt Gott, das ist nicht in Ordnung, da lebst du verkehrt und falsch. Vergehen gegen die Heiligkeit Gottes hat letztlich den Tod zur Konsequenz. Verloren gehen, Trennung von Gott, das ist das Schrecklichste. Schuld auch mit der Facette der Konsequenz des Vergehens. Denn jetzt ist nicht nur die Anzeige da, sondern die Nachbarin da drüben ist ja immer noch da. Und das bringt Konflikt mit den Nachbarn. Die haben das auch mittlerweile, das hat sich rumgesprochen. Da gibt es Ärger, da gibt es Streit, den kann man nicht ausweichen, man wohnt dort. Auf einmal ist die Atmosphäre der Nachbarschaft vergiftet. Ja, da spüren wir etwas von dieser Last, von diesen Facetten der Schuld, der Sünde im Leben und unserem Leben und in den Beziehungen und der Beziehung zu Gott. Erschreckend, diese Facetten. Erschreckend das Leiden, aber umso mehr die Entlastung. Christus bezahlt mit seinem Leben, dass Schuld aufgehoben wird. Die verdiente Strafe, die trug er am Kreuz, Schuld, Tod letztlich. Er trug es und wie es hier heißt, auf dass wir Frieden hätten. Frieden, das meint zum einen die wiederhergestellte Gemeinschaft mit Gott, dass wir auf ihn achten, dass wir für ihn leben. Das meint aber auch die wieder heilende Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ob das Nachbarn sind, ob das Verwandte sind oder die eigenen Kinder. Natürlich gehört dann auch die Wiedergutmachung mit dazu, selbstverständlich. Dass Frieden entsteht, dass etwas heilt in der Tiefe unserer Seele und unserer Beziehungen. Und das meint dann auch Frieden mit uns selber, dass die Selbstanklagen überwunden werden. Dass das schlechte Gewissen gereinigt wird und dass wir ein gutes Gewissen haben und darin stark leben können, dass wir inneren Frieden haben. Wenn das passiert, dann ist unsere Vergangenheit bereinigt. Wir haben den Rücken frei.
dann ist die Macht der Sünde in der Gegenwart gebrochen. Wir müssen eben nicht einfach so laufen. Ja, wir können aus unserer Haut heraus, weil der Heilige Geist in unserer Haut lebt. Und dann ist die Zukunft für uns Licht. Wenn Christus kommt, wenn er uns zu sich holt, ja, dann ist sogar die Anwesenheit der Sünde überwunden. Das ist entlastend. Aber nicht nur für uns, damit sind wir beim dritten Gedanken, sondern für alle. Christus wird erhöht. Das ist für uns einzigartig und für alle. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht, er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtigen Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Übeltäter ein. Einzigartig, er wird das Licht sehen. Gemeint, wir verstehen es dann vom Neuen Testament besser, er wird die Auferstehung sehen, er wird Gott selber schauen, er wird erhoben in die höchste Höhe, in die Nähe Gottes, er sieht das Licht. Hier noch ein Bild wie bei einem großen Kampf, das Bild wird verwendet. Und bei diesem großen Kampf, bei dieser Schlacht, erringt er den Sieg. Er teilt die Beute aus, er hat Ehre. Jesus Christus ist der Sieger, der die Mächte des Bösen überwunden hat. Die haben verspielt. Die Macht des Bösen ist ein Auslaufmodell. Man könnte es anders sagen, im Fußball wird man sagen, das Spiel ist eigentlich schon gewonnen und der Abpfiff steht bevor. Christus hat gewonnen. Einzigartig auch, er wird Nachkommen haben. Nachkommen in hebräischem Denken war eben, das war Zukunft. Und so auch hier Nachkommen, in diesem Sinne auch der Nachfolger, eine Bibelübersetzung sagt, er wird Nachfolger haben, die Gemeinde Jesu. Und das sind viele Menschen, die ihm nachfolgen und die bereit sind, auch wiederum ihr Leben zu wagen und sogar bereit sind, für ihn zu sterben. In vielen Ländern, auch heute an diesem Tag, wo Menschen und Christen in Gefängnissen sitzen, gemartert werden, aber weil sie wissen, bei Gott, da habe ich Frieden und das ist viel wichtiger, als jetzt hier nur ein schönes, angenehmes Leben zu haben. Einzigartig auch der Plan Gottes gelingt. Damals haben wir es gehört, bei dem Auszug aus dieser Situation in Babylon, aber der Plan gelingt auch durch das Kommen Jesu, der Plan der Liebe Gottes. Er setzt den Rahmen. Hier am Anfang des Textes, er wird erhöht und am Ende des Textes, ja, er wird erhöht werden. Und das ist eine Botschaft für alle, nicht nur für einige heute, für uns hier im Saal, sondern das ist die Botschaft für die Welt, die wir raustragen, mit all den Möglichkeiten, die wir haben, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Er macht die vielen gerecht, heißt es hier. Er trug die Sünden der vielen und am Anfang hieß es, die vielen Nationen werden in Staunen versetzt. Versöhnung ist universal. Er versöhnte die Welt mit sich selber. Das heißt, Versöhnung ist schon für alle geschaffen. Zum Schluss nur eine Frage, die ich euch, die ich Ihnen mitgeben möchte. Nur eine Frage, die Gott uns mitgibt. Wer glaubt dem, was Gott heute verkündigen ließ? Wem sind die Augen geöffnet für das Handeln Gottes? Wer das glaubt, darf jetzt mitsingen, mit diesem Lied innerlich mitsingen. Für mich gingst du ans Kreuz nach Golgatha.